Das letzte Mal bei The Evil Within. Und so geht es weiter. Willkommen zurück, Freunde, zu The Evil Within. Und leider ist schon Alien Isolation vorbei und The Evil Within auch. Und einige haben schon geschrieben, hey, hoffentlich vernachlässigst du den Horror demnächst nicht. Ich kann aber nichts dafür, wenn jetzt die ganzen Horrorspiele vorbei sind und ich kein anderes finde und ich dann irgendein Dreck spielen muss. Das ist nicht so geil. Und deswegen werde ich, wenn keine Horrorspiele kommen, was anderes spielen. Und wenn was Gutes rauskommt, das natürlich spielen. Ich werde den Horror nicht vernachlässigen, spiele sehr gerne Horrorspiele. Und jetzt mache ich weiter. Ich wollte es nur ganz kurz erwähnen, dass ich jetzt nicht nur solche Indie-Games spielen will, sondern diese Indie-Games machen mir Spaß. Rebirth, Super Meat Boy und Horrorspiele. Das ist so, das sind meine Genre, die ich, das Indie-Genre jetzt erst seit kurzem irgendwie so entdeckt. Keine Ahnung, hat so eine geile Atmosphäre. Und da freue ich mich richtig drauf. Oh, welche wunderschöne Musik. Wir genießen sie einfach mal. Wir lassen es über uns ergehen. Ey, siehst du, du kannst alles machen, was du willst mit mir. Tob dich aus, dieser Körper gehört dir. Okay, gut. Wenn du nicht willst, kann ich mich selber anfassen, wenn du den Körper nicht anfassen. Okay. Immer wieder das Gleiche. Ah, guck mal, ich kann mich bewegen. Oh, guck mal, da bin ich. Oh, Mann. Was zum Teufel? Das bin ich, der mich selbst erschießt. Au. Warum tust du das? Hör mal auf damit. Oh, warte, müssen wir jetzt vielleicht in der... Ja, vielleicht sind wir jetzt in der Irrenanstalt und campen hier. Ja, kann sein, dass hier der Showdown ist, weißt du? Hier zerfällt alles und gleich geht es ordentlich ab. Ich heil mich mal eben. Oder machen wir einfach unser HP ab und sind dann auch geheilt. Mal schauen. Alles zu. Und da ist eine Notiz. Die lesen wir uns noch durch. Ist hier niemand mehr? Ich werde jetzt auch extra langsam spielen, damit wir das Spiel genießen können. Ermittler P. Sie wissen, warum Sie hier sind, Detective Castellanos. Weil Sie Ihren Job nicht machen. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Wenn Sie irgendwelche Beweise für die Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst, aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht die Einzigen, was soll das heißen? Beschatten Sie mich weiter, dann finden Sie es bald genug raus. Wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten, sind wir hier fertig? Fürs erste ja, aber Sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und Sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Das Castellanos verlässt das Verhörzimmer und furzt in den Raum. Oh, genau so ungefähr. Ruvik? Oh oh. Nein, 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 ich möchte speichern, bevor Ruvik kommt. Angesicht des Bösen. Ey, ich glaube, das ist das letzte Kapitel, ne, Leute? Oh nein, Mann. Erstmal will ich ganz kurz aufleveln und sowas. So, komm her. Festbinden, die Oculus Rift drauf und jetzt können wir die Lebensanzeige mal früher machen. Sind auch direkt geheilt. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Vielleicht doch lieber hier erstmal. Da können wir nichts machen. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit vielleicht. Ja, nur noch so kleine Kleinigkeiten irgendwie. Das hier vielleicht noch kommt. Ich habe mir hier irgendetwas, hier die Nachladegeschwindigkeit können wir auch erhöhen. Alles klar, so. Mir ein bisschen ausgeben. Frag mich, ob man das hier einfach mit seinen Waffen, die man schon hat, weiterspielen kann. Bestimmt, oder? Ah, da ist der. Ich komm zu dir. Nein, nein, du hast den Verstand. Nein, nein, du hast ihn nicht verloren. Er war nie da. Hier lang. Okay. Siehst du, wie du da lang tapselst. Okay. Lass mal weitergehen. Wohin führst du uns? Wohin führst du uns? Und da ist das... Oh, nein, 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 nein. Das ist nie gut. Hey, warte. Warte du auch erstmal. Wir rennen jetzt nicht hinterher. Wir müssen mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie... Ey, es ruckelt ein bisschen, Mann. Hör auf. Hör auf zu ruckeln.
Ich habe schon wieder einen Treiber installiert von Nvidia. Kann es sein, dass Nvidia nur Bullshit jetzt rausbringt? Weil nachdem ich einen Treiber letztes Mal installiert habe, hat Alien Isolation angefangen, 6 Jahre zu laden. Und ja, jetzt ruckelt es ein wenig. Und meine Festplatte ist nicht voll. Ich habe da noch 500 GB frei. Habe ich geguckt. So, lass mal hier rein. Also gut, Kleiner. Wo führst du mich hin? Das ist die Frage. Wo führt er uns hin? Wo führst du uns hin? Das fragen wir uns doch jedes Mal. Wow. Oh nein, mein Regenschirm nicht mit. Da steht er. Wenn jetzt abknallt. Ba-bam! Er ist weg. Oh, natürlich wird's nicht. Der Laden stürzt ein. Hier lang. Hier lang. Sebastian! Lass dich! Alles für den Arsch, alles für den Eimer. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Das Angesicht des Bösen. Ach, jetzt geht's erst los. Nice, das sieht nochmal richtig geil aus, ey. Das sieht nochmal richtig geil aus. Schön in so einem alten, in so einer alten Irrenanstalt ist es doch, ne? Achso, ich muss hier lang. Ich muss jetzt hier lang. Sehr übersichtlich. Los, lass uns ins Baconhaus. Komm. Ja, atme, atme, atme. Let's go. Hey, Leslie. Ah, spielen wir wieder dieses Spielchen. Aber ich spiele dieses Spielchen, siehst du? Das könnte dein Kopf sein. Also, flüchte nicht vor mir. Und rein ins Häuschen. Wir sind wieder hier. Ich hab's gewusst. Wir sind wieder hier. Wir waren nie draußen. Kommt jetzt. Wir waren immer hier. Das Ganze hat sich in unserem Kopf abgespielt, alles. Deswegen auch die Nachrichten von uns an uns und sowas. Genau. Ah, hier lang. Boah, das ruckelt, ne? Voll komisch. Ich muss mal gleich die Einstellung vielleicht runter machen oder sowas, vielleicht für diesen Part. Wir wissen ja, wie hübsch das Spiel ist. Moment. Vielleicht einfach mal die Hardware-Einstellungen auf. Mittel. Reflexion sind aber aktiviert. Machen wir einfach mal so. Ja. Guck mal, sieht immer noch hübsch aus. Sieht immer noch hübsch aus. Oh Mann, wahrscheinlich liegt das am Grafiktreiber. Wahrscheinlich liegt es am Grafiktreiber. Na? Wer erwartet uns hier? Ich bin bereit auf jeden Fall. Los, kommt schon her! Das letzte Mal erstmal alles abknallen und so. Ich wollte gerade B drücken, um runterzuspringen, aber ich glaube, das wäre nicht so klug. Oh, das geht ganz tief runter. Oder kommt noch ein 16. Kapitel? Ich glaube nicht, 15 war das Maximum. So, jetzt können wir loslassen, oder? Das Sedativum, das Sie mir injiziert haben, muss mein eigenes gewesen sein. Ich habe alles bewusst wahrgenommen. Jeden Schnitt, jeden durchtrennten Nerven. Den Fleischlappen, den Sie mir von den Knochen gezogen haben, bis die Dunkelheit mich übermannte. Dunkelheit und Schmerz. 1000 weitere Empfindungen, als Sie mein Großhirn sondierten, meine Arbeit begutachteten. Eine Unendlichkeit der Intensitäten. Schmerz, Lust, Zorn, Ekstase vermischten sich zu einem einzigen durchdringenden Geräusch, bis die Dunkelheit durchbrochen wurde von Funken wie glitzernde Sterne. Der Schmerz,
Das Geräusch und das Licht vermischen sich und nehmen Form an. Es ist der Ort, der mir so bekannt ist. Mein Gefängnis. Mein Heim. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Wer war das jetzt? War das jetzt Ruvik? Ja, ne? Auf jeden Fall hat er sich, er war beim Bewusstsein, als er da irgendwie die ganze Zeit, als an ihm operiert wurde oder was? Wow, stell mal vor, du bist beim Bewusstsein, hast zwar keine Schmerzen, aber siehst du zum Beispiel, dein Finger amputiert wird und alles mögliche. Das ist krass, das würde ich gerne erleben. Hör auf zu laggen, Mann, was ist los? So. Hör auf zu laggen. Lass uns weitergehen. Als ob das, guck mal, die ganze Zeit, ich habe nichts geändert an der Aufnahme. 60 FPS habe ich letztens auch aufgenommen. War alles super. Und jetzt plötzlich zickst du rum, ey. Ich werde den Video auf jeden Fall eine Hassbotschaft schreiben. Ich werde den schreiben, Nvidia. Das ist eine Hassbotschaft. Das fand ich richtig doof von Ihnen, dass Sie extra Ruckler gebaut haben, damit ich mir eine neue Grafikkarte kaufen muss. Muss ich jetzt da rein? Lieber Nvidia-Entwickler, ich habe diesen Brief eine alte Socke mitgenommen. Mit beigelegt. Entschuldigung. Aber so sehen Sie nun, wie mich das. Wie das Ganze stinkt. So ungefähr. Es wäre aber super, wenn Sie diese Socke zurückschicken könnten, weil ich habe nicht mehr viele. Schnuppern Sie aber bitte einmal dran. Danke. Ja, gleich ein Bosskampf mit dem Ruckler, ne? Ich würde freuen, ey. Ich würde mich freuen. Ich würde richtig lachen vor Freude. Ansonsten muss ich gleich zu 60 FPS gehen. Zu 30 FPS runter. Ich schau mal kurz nach, Leute. Dass mir das jetzt natürlich noch so ein paar Probleme bereitet, ne? Ich hab's jetzt mal auf 30 FPS gesetzt, alles. Läuft jetzt vielleicht besser? Leslie? Ne, es hängt überhaupt nicht zusammen. Ist Leslie da drin, oder was? Ich sag's euch, irgendetwas mit den Treibern, mit diesen blöden Arschgesicht-Treibern. Go, 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 go. Da ist noch eine Tür. Ist das die richtige Tür? Kann jetzt auch nochmal was passieren oder so? Och ne, ich spiele es nicht. Ich habe keinen Bock auf das Ding. Dann wird es nur so. Aber vielleicht passiert da was. Okay, ich mach's doch. Vielleicht übersehen wir was. Vielleicht passiert ja was. Vielleicht wird das zu lebendig, das Arbeitszimmer. Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte, war es schon zu spät. Ich war so nah dran. Er wusste es. Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte. Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen. Mhm. Des Apparats, den ich hätte bauen sollen. Meine Daten, meine Ausrüstung, meine Theorie, mein Geist. Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt mit einer neuen Dimension der Qual. Aha. Was ist das, der Böse, oder was? Oh ja, ruckel dich weiter, ruckel dich durch die Gegend, ja. Ganz vergessen, dass mein Rechner plötzlich zu schlecht dafür ist. Ganz vergessen. Ups, Evil Witch hat gedacht... Oh, Moment mal, das kann gar nicht auf seinem Rechner laufen. Ich muss jetzt einfach zu ruckeln. Ja, danke Nvidia. Für nichts. So, vielleicht muss ich mal neu installieren oder sowas. So, passiert jetzt auch was? Ich würde gerne ein bisschen was, vielleicht ein bisschen rumschießen oder sowas. Und nicht nur Fahrstuhl fahren. Ich dachte, ich kann das aufheben. Okay. Leslie?
noch so weit nach oben. Oh Mann, Leute, tut mir leid, aber diese Folge müssen wir jetzt einfach... Ich sag's das letzte Mal, ich hab... Wie oft habe ich jetzt ruckeln gesagt? Ihr könnt ja mal anfangen, die Folge nochmal neu zu gucken und bei jedem... es ruckelt und es laggt, eintrinken. Das wäre vielleicht eine Idee. Hm? Ein kleines Saufspielchen, so am Wochenende, ja? Wobei Donnerstag, morgen Freitag, ach. Die werden euch schon verzeihen. So, vielleicht gab es nur da Performance-Probleme. Okay, hier links können wir... rechts können wir speichern. Links können wir nichts machen. Wir gucken einfach nur ganz kurz rein, ob es hier vielleicht so einen Zettel gibt, den wir lesen können. Ansonsten passiert irgendwie relativ wenig. Nur ein bisschen gucken, wie Leslie plötzlich im Regen wächst, versucht zu wachsen, was ich auch versucht habe eine Zeit lang mit meinen 1,70. Ich habe mich aber draußen hingestellt, dachte, hey, wenn die Pflanzen das können, dann können die das auch. Hey, verdammt! Ja, ja. Kann ich aufmachen? Schade. Aber ich kann reingucken. Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Werden Sie sehen wegen seinen Augen. Haha, stehst du? Oh nein. Moment mal, kann ich das jetzt überall machen, oder was? Oh nein. Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Erstmal verbrennen. Das ist ein Kartenteilchen? Nein, das ist kein Kartenteilchen. Okay, ich soll aufpassen vor den Augen. Oh, jetzt sind wir hier. Das heißt, ich könnte einfach irgendwo anfragen. Warte mal. Nee, ach so, ich muss wieder zurückgehen. Und jetzt dürfen wir nur gehen. Das ist die Szene, die direkt, wo die wegrennen und gleich werden die getötet. Der hat da so ein Gehirn oben. Buja. Schon wieder ist das Feuer da, mein Lieber. Da hat Ruvik ein Auge auf uns geworfen. Ah, ja. So, lass uns das hier mitnehmen. Und schnell das hier. Ich frage mich, soll ich die Dinger kaputt machen oder soll ich mich echt verstecken oder was? Ich wurde gesehen! Oder was? Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Das war eine Frau mit so einem... Ich verstehe das nicht. Was ist mit den Augen? Dürfen die mich nicht sehen oder dürfen die mich sehen oder was? Kommt jetzt hier der Showdown? So ein richtiges Geballer noch. Ja, dann warte ich, bis die bei mir sind. Nicht so geil. Wohin gehen die? Ich bin hier, Leute. Oh, guck mal, das ist eine neue, Art von Gegner. Die hat irgendwie so eine... Ein kleiner Wolverine. Die ist weg. Nicht, dass sie rechts neben mir auftauchen.
GLP! GLPs Schwester! Okay, schön die Munition aufheben. Sehr gut. So, was muss ich jetzt machen? Ah, warte mal, vielleicht muss da so ein Ding rein, oder was? Ich versteh's nicht. So ein Mistvieh. Dem ich nicht in den Kopf schießen kann. Oh, Mama! Verbrennen! Okay, gut. Der ist schon einfach tot und kann man nicht verbrennen. Hinter mir! Wieder in meine Sicherheitszone. Oh, da ist Munition. Sehr gut. Haben wir hier noch Explosionsbolzen? Ja, da haben wir einen. Fuck, der lebt nicht. Der ist überlebt, ey! War's das? Ich überlege gerade, ob wir vielleicht in diese Dinger da, diese Art von Bolzen reinschießen müssen in die Augen. Naja, nicht die. Die. Nein. Was hat das zu bedeuten? Es pulsiert. Weiter vorankämpfen, Leute. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Kampf ist, wo du einfach überleben musst. Oder ob wir hier wirklich ein Ziel haben. Lass uns mal hier hingehen. Hier liegt wahrscheinlich noch ein bisschen Munition für uns rum. Ja, natürlich. Oh Gott. Scheiße. Verbrenn ihn, verbrenn ihn, verbrenn ihn. Nein, die leben noch. Oh, oh. Natürlich. Nein! Nein! Alter! Der hat's mir gegeben, ey. Der hat's mir gegeben. Das ist so einer. Oh Gott! Go, 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 go. Keine Munition, keine Munition mehr. Für was habe ich Munition?
Dafür, okay. Bleib liegen, du Penner. Haben es geschafft? Gut, die Augen sind weg. Die Augen gucken immer noch. Ist nicht so cool. Aber wir haben immerhin einen Weg jetzt hier. Oh mein Gott. Was geht hier jetzt so ab?